Passa Locos, ich bin Julian Rodriguez und ich bin heute mal wieder am Start, ihr wisst Bescheid. Und heute haben wir wieder eine Fußball-Challenge. Ich bin heute nicht allein, ich bin heute mit Pepe, ich bin 10 Jahre alt, spiele bei Harmonia und bin Stürmer. Ja. Genau, wir haben heute für euch eine Challenge vorbereitet. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Bleibt bis zum Schluss. Lasst ein Like da. Und jetzt versuchen wir meine Reaktion zu prüfen. Nämlich wir spielen jetzt Hand und Kopf. Und das geht so, nämlich Kopf ist Hand und Hand ist Kopf. Kopf. Ja. Ist richtig. Hand. Ah! Kopf. Hand. Gut. Kopf. Gut. Kopf. Falsch. Kopf. Hand. Kopf. Kopf. Hand. 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 Kopf. Kopf. Hand. 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 Kopf. Kopf. So, Lukas, jetzt werde ich Pepe mal ein paar Fragen stellen über Fußball und sein Leben. Wer ist denn dein Idol? Mein Idol ist Kylian Mbappé, spielt bei PSG. Und ich mag ihn, weil er so schnell ist und weil er auch ehrgeizig ist, so wie ich. Ja. Und wo ich ihn das erste Mal bei PSG das erste Mal spielen gesehen habe, da habe ich gedacht, der ist erstmal okay, normaler Spieler. Aber dann, wo ich so mehrere Spiele von PSG verfolgt habe, mochte ich ihn halt immer mehr, weil ich wollte auch so werden. Und, ja. Ja. Wann hast du dann mit Fußball angefangen? Also angefangen habe ich mit im Verein habe ich mit 7 oder 6, weiß nicht. Und Normalfußball habe ich mit 4 angefangen. Lieblingsverein? Mein Lieblingsverein ist Paris auch und BVB. Mhm. Ja. Und sagen wir mal so,
du wirst Profi. Wo würdest du am liebsten spielen? Für welchen Verein? Auch erstmal für BVB oder Paris. Aber anfangen würde ich bei HSV. Bei HSV anfangen? Ja. Du warst schon mal im Stadion als Einlaufkind, ne? Ja, gegen das ist schon Pauli. Geil. Dann noch in Derby gegen Pauli, das ist schon cool. Und da, wo sie 4-0 gewonnen haben. HSV oder Pauli? HSV. Ah, cool, nice. Das war letztes Jahr oder so. Oder war letztes Jahr? Letztes Jahr. Ja, letztes Jahr. So, welche Position spielst du denn? Ich spiel Sturm oder so. Ach so, ich? Oder links außen. Ah, links außen. Okay. Wer sind deine, sagen wir mal so, Lieblingstorwart, Lieblingsverteidiger, Lieblingsmittelfeld und Lieblingsstürmer? Also mein Lieblingstorwart ist ein Torwart, der für dich der Beste ist, sagen wir so. Also für mich richtig gut ist, Courtois. Lieblingsinnenverteidiger? Lieblingsinnenverteidiger? Innenverteidiger ist Ramos, Fischchen, Van Dijk, es gibt so viele. Ich mag gerne hier bei Real Madrid Rafael Varane. Oh, Varane, auch nice. Lieblingsmittelfeldspieler? Toni Kroos. Nur weil er deutsch ist, ne? Nein, ich mag ihn. Okay. Mein Lieblingsstürmer hast du eigentlich schon gesagt, Mbappé, ja, aber hast du noch einen? So der. Nö. So, dann was ist das. Okay, Lukas, jetzt kommen wir zu der zweiten Challenge. Und die ist so: wir haben jeweils vier Freistöße. Und wer am meisten trifft, hat gewonnen. Pepe wird anfangen und dann werde ich kommen. Los! Erster Schuss, Powerhand. Zweiter Schuss, Dritter Schuss, hey! Auf letzter Schuss, Tor. Zwei Tore, nicht schlecht. Jetzt will ich nicht dran. Such mich da. Ja! So, Lukas, Pepe hat jetzt die zweite Challenge gewonnen, das heißt, steht 1-1 und wir kommen zu der dritten und entscheidenden Challenge. Wer wird gewinnen? Ich. Nein, Junge, ich. Ich. Geh flanken. Wir jetzt unentschieden gespielt haben, wenn wir jetzt, also er hat zweimal getroffen, ich habe zweimal getroffen, wir werden das gleich alles im Elfmeter schießen, entscheiden lassen, das heißt, er wird dreimal schießen und ich werde dreimal schießen, er wird mit rechts schießen, ich werde mit links schießen, okay? So, los geht's. Ja, ja. Ja, ja, ja.
Wollt ihr vielleicht irgendjemanden grüßen? Ja, ich bin Dennis. Dennis Kramer. Und meine Mutter. Und deine Mutter. Ich grüße auch deine Mutter. Und mein Vater. Und Grüße gehen raus an Kevin. Okay, Lukas. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Und ja. Kommt rein. So, Lukas. Eier, Junge. Komm, den machst du auch heute mit. Pepe und ich bin 10 Jahre. Junge, wie? Ich bin heute mit. Pepe. Mit. Pepe und ich bin 10 Jahre alt und ich bin bei Homo. Ja. Komm.